Mein Torjubel. Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Tag 2 in Belek. Vor der ersten Einheit des Tages draußen auf dem Platz stand zunächst eine Stabi-Einheit mit Fitnesstrainer Philipp Hassler auf dem Plan. 20 Minuten schwitzten die Spieler zum Start in den Tag im Kraftraum des Teamhotels. Ja, man merkt natürlich, dass die Belastung deutlich jetzt ansteigt. Wir hatten heute Morgen schon eine sehr intensive Einheit mit Stabi-Übungen und danach auch auf dem Platz. Und heute Nachmittag waren wir dann im läuferischen Bereich, haben wir da gearbeitet. Es war auch sehr intensiv, aber ich glaube, dafür ist ein Trainingslager auch da, dass es auch nicht immer 100% Spaß macht. Aber das ist ganz normal. Wir wollen hier intensiv arbeiten und sind dafür, glaube ich, auf einem guten Weg. Stabi-Training sieht von außen, wenn man das beobachtet, immer ganz easy aus. Was macht das so anstrengend? Ja, man trainiert ja alle möglichen Bereiche des Körpers. Das ist natürlich sehr wichtig für uns Fußballer, auch als Prophylaxe, was Verletzungen angeht, aber auch so. Macht nicht immer Spaß, macht, glaube ich, keiner wirklich gerne, aber wie gesagt, es gehört einfach dazu, es ist sehr wichtig für uns und deshalb machen wir das auch in regelmäßigen Abständen immer wieder. Nach dem kurzen und intensiven Programm im Fitnessstudio des Mannschaftshotels ging es direkt raus auf den Trainingsplatz in den Dauerregen von Belek. Spiel, Spaß und jede Menge Tempo auf perfekt bespielbaren Rasen. Man muss sagen, die Bedingungen, sie sind hier wirklich richtig, richtig gut. Ich würde sagen, nochmal sogar ein Stück besser als in Spanien in den letzten beiden Jahren. Vor allem das Essen ist nochmal eine Klasse besser. Das Hotel, super. Ich denke, wenn man hier die Eingangshalle sieht, ist schon Wahnsinn. Auch die Zimmer sind richtig schön. Und der Platz ist trotz des Regens auch echt richtig gut bespielbar. Wir waren schon am Anfang ein bisschen, nicht verwirrt, aber verwundert, dass der Ball trotz des Regens oder dass der Ball generell so schnell ist, weil wir es in den letzten Wochen aus Dresden gar nicht gewohnt waren. Da haben wir ja eher auf Schlamm gespielt. Da ist er eher langsam geworden. Yannick Müller kam 2014 zur SGD. Er gehört neben Niklas Kreuzer und Marco Hartmann zu den Spielern im aktuellen Kader, die den Neustart vor 5 Jahren in der dritten Liga unter der Führung von Sportgeschäftsführer Ralf Minge auf dem Platz eingeläutet haben. Der 24-Jährige kann auf ein gewachsenes Standing zurückblicken und soll in Zukunft auf und neben dem Platz noch mehr in die Rolle des Führungsspielers hineinwachsen. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben. Das war jetzt auch gegen Ende des alten Jahres war das Thema und das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Ich denke, das ist auch jetzt nicht nur aufgrund meiner Zeit, in der ich hier bin, sondern auch aufgrund der Position und meines Alters wird es Zeit, dass ich das mache. Ja. Und ich hoffe, mir gelingt es gut. Yannis Nikolaou kam im Sommer, wie Yannick Müller vor 5 Jahren, als absoluter No-Name an die Elbe. Innerhalb eines halben Jahres und ohne Anlaufzeit entwickelte sich der 25-Jährige im defensiven Mittelfeld zu einer echten Stütze. Er überzeugte als Zweikämpfer, Balleroberer und Ballverteiler. Und er arbeitete sich so nicht nur den Respekt seiner Mannschaftskollegen. Ja, ich glaube, wenn man viele Spiele macht und auch dann seine Leistung bringt, dann wächst ein Standing natürlich in der Mannschaft. Das ist schon klar. Ich merke das auch schon. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt in der Mannschaft und wir arbeiten als Team einfach super und ich fühle mich sehr gut in der täglichen Arbeit und möchte mich natürlich immer weiter verbessern und so viel wie möglich spielen in der Rückrunde. Ein Mix aus Selbstbewusstsein und Ehrgeiz. Die Trainingsarbeit in Belek zeigt, dass sich die Spieler für das Türkei-Camp viel vorgenommen haben. Jeder hat persönliche Ziele mit in die Koffer fürs Trainingslager gepackt. Mein Ziel ist es, gegen Bielefeld in der Startelf zu stehen. Dementsprechend habe ich mir jetzt vorgenommen, durch Leistung auf dem Platz aufzufallen, um dem Trainer zu zeigen, dass er nicht an mir vorbeikommt.